Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Let's Play Day of the Tentacle. Das Spiel, was mir momentan echt so viel massiven Spaß macht. Wir versuchen mal den Zettel mit den Staubsaugern, den wir gerade eben mit Bernhard durchs Klo gespült haben, mit Hoagie in diese Box einzureichen. Junge, ist das still hier drin? Vielleicht sind ja inzwischen irgendwelche Ideen in der Vorschlagbox. Eventuell sollte mal jemand nachsehen. Ich sage euch, ich habe eine Idee. Hat sie irgendwas mit Feuermachen zu tun? Nein. Ich dachte darüber nach, ob wir nicht die Vorschlagbox öffnen sollten. Meint ihr nicht auch? Sicher, George, wenn du meinst. Klar, wenn es für dich gut ist, dann auch für uns. Prächtig. Was denkt er sich? Niemand Wichtiges war heute hier. Was könnte in der Vorschlagbox sein? Vielleicht lässt er sich selbst etwas einfallen. Oh. Hier ist ein Vorschlag. Da steht: George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger in seinem Keller haben sollte. Was meinen Sie, Gentlemen? Was immer du meinst, George. Dein Name steht da. Also hattest du wohl einen guten Grund, das vorzuschlagen. Ja, es ist seltsam. Ich bin nicht sicher. Nun, ich hatte wohl meine Gründe dafür. Wenn niemand etwas dagegen hat, sollten wir das in die Verfassung aufnehmen. Niemand? Gut. So sei es Gesetz. Was ist ein Staubsauger? Ist der Staubsauger wirklich you suck? Finde ich gut. Und während Sie gesprochen haben, habe ich die neuesten Geistesblitze bekommen. Also ich habe heute einen guten Tag, was Kombinationen angeht, irgendwie. Und zwar, er beschwert sich ja über die Kälte und sowas alles. Und wir könnten ja eigentlich den Zigaretten, Zigarren, irgendwas Anzünder von Bernhard durch das Klo schicken. Und irgendwie kriegen wir dann auch noch, wir brauchen ja noch irgendwas, was wir in diese Box da stecken. Ich weiß noch nicht was. Es müsste irgendwas Wichtiges sein. Eventuell die Flagge. Die Flagge, die ja noch nicht existiert. Ich weiß nicht, was wir da reinstopfen. Auf jeden Fall kriegen wir dafür dann den Holzblock und können den hier anzünden, damit Hancock nicht mehr friert. Und dieser junge Mann, der raucht ja hier am Fenster unglaublich gern seine Zigarre und dem fällt auch immer das Gebiss raus. Also eventuell können wir dem eine Scherzartikel-Zigarre in den Mund stecken, die anzünden und dann explodiert ihn, dann kriegen wir sein Gebiss oder irgendwas und können dann eben dafür das anbieten. Ich denke, es funktioniert. Heißhunger? Habe ich das Gebiss schon so oft rausgeholt oder woran liegt es? Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Okay, so müssen wir seine alten falschen Zähne erst kaputt machen, quasi. Okay, jetzt haben wir das mit dem Staubsauger gemacht, dass das in der Verfassung steht. Hatte ich noch irgendwas, was ich hier machen wollte? Die Maus, der Hammer, der Dosenöffner. Ich weiß noch nicht, wofür der Dosenöffner gut sein soll. Aber ich glaube, wir wechseln. Ich möchte mit Hoagie noch ein bisschen weitermachen. Wir wechseln gleich zu Laverne, versprochen. Eventuell ist es sogar sinnvoller, das zu tun. Vielleicht sollten wir eine Regel hinzufügen, dass man kein Abwasser ins Wasser einleiten darf. Wer würde so etwas denn überhaupt machen? Okay, hast ja recht. Wir gehen mit Hoagie mal wieder hinter zum Feld und zum Klo und versuchen mal die Zigarre und den Anzünder rüber zu schießen. So. Und der macht ja keine zwei Dinge, ne? Das finde ich ein bisschen doof, aber der Wechsel geht ja relativ schnell. Wir nehmen. Hä?
Wir nehmen den Anzünder, wechseln nochmal zu dir hier rüber. Und die Zigarre. So. Ich wechsle nochmal zu dem Herrn, um einfach zu gucken, dass ich nicht schon wieder irgendwas vergesse. Ich vergesse ja die ganze Zeit den ganzen Kram. Und ich möchte nochmal... Nee, er macht das mit dem Sparbuch einfach nicht. Das muss irgendein anderer Weg sein, den ich nur noch nicht weiß. Trichter. Zaubertinte. Wieso geht die Zaubertinte nicht bei dem Sparbuch, verdammt nochmal? Was war das Textbuch? Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Wozu brauchen wir das? Nutzt das Hoagie was in der Vergangenheit? Aber ich wüsste auch nicht was. Eventuell bei Benjamin Franklin? Aber... Ich weiß es nicht. Wir haben mit Laverne jetzt viel zu tun. Ich wechsle mal schnell zu Hoagie, bevor ich viel zu lange weiter rum überlege. Hier ist jetzt aktuell nichts im Klo drin. Und wir gehen jetzt nochmal rein zu den Herren und versuchen, Washington diese Zigarre anzudrehen und ihm das Gebiss wegzusprengen. So. Rein mit uns. Okay, komm mal hier hinter. Und wo sieht da sie? Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Ja. Na klar. Nun, wenn es so ist. Mist! Ich hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Können wir ihm vielleicht sofort das andere Gebiss jetzt anbieten? Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Ach so. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Du großes Baby. Sehr cool. Zumindest das haben wir jetzt erstmal geschafft. Seine Zähne kann ich nachher suchen. Eventuell hat er Gold in den Zähnen drin. Sie können es ansehen, aber nicht anfassen. Okay, goldene Fee... Gold? Hey, Finger da weg. Na? Ich werd wahnsinnig. Gestohlen vom Schreibtisch George Washingtons. Hey, Finger da weg. Okay, ich nehme an, wir kriegen das Ding erst, wenn die Verfassung fertig geschrieben ist, oder? Hui, schon fast voll. Das heißt, wir brauchen noch irgendwas, was die reinschreiben. Und dann können wir die goldene Feder nehmen. Und die goldene Feder wiederum können wir dem unten ins Labor bringen. Decke. Decke. Damit haben wir
den Flammenstoff hier. Ich komme jetzt aber nicht mehr durch den Kamin nach oben, ne? Navajo, glaube ich. Nö, ich mag es, wie es ist. Ich will nicht. Ich will nicht. Okay. Eventuell können wir das nämlich oben als Entwurf bringen. Zeitkapsel. Was sagst du denn eigentlich dazu? Sieht aus wie ein Martini-Shaker. Yo, Tom. Thomas. Zeitkapsel, genau. Und, wie geht's der Zeitkapsel? Niemand hat mir etwas gebracht. Ich habe ein Problem damit, die Leute zu motivieren. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. In ein paar Minuten wird Washington seinen Plan zur Teilung der Gewalten in 8 Teile vorlegen. Exekutive, judikative, legislative, bronchiale, untypische, freudianische, elliptische und extra knusprige. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Bis später dann. Was? Was passiert später? Okay, also dann wäre die Verfassung voll. Was können wir denn... Kannst du die Maus reinmachen? Besser nicht. Oder Hancocks Decke? Ich habe Besseres zu tun. Vielleicht brauchen wir aber auch von Benjamin Franklin den Drachen, um dort weiterzumachen. Ich möchte jetzt gern nochmal nach oben gehen. Ich verspreche, ich wechsle gleich zu Laverne und Co. Was war denn das dritte nochmal, was wir Red Edison, nein, es war nicht Red, dem Typen, dem Edison, der unten im Keller rumhängt. Was sollten wir dem als drittes bringen? Nee, das ist Franklins. Hier ist die, glaube ich, drin, ne? Nee, das ist Washington. Und ist sie vielleicht doch hier drin und Franklin ist erst hier hinten? Genau. Können wir... Ich habe Besseres zu tun. Nee, ich wollte es mit Betsy benutzen. Ich habe Besseres zu tun. Können wir sie gar nicht mehr ansprechen? Hallo? Wie wäre es mit dem Gesicht eines Teufels mit roten, weißen und blauen Flammen, die aus seinem Mund schlagen? Leg die Pläne einfach auf den Tisch, ich mach dann schon. Das mit den Plänen haben wir ja schon gemacht. Was brauchen wir denn für eine Decke? Oder ich denke mal, die Decke, wenn wir die Flagge schon nicht durchs Klo schicken könnten, dann würde die Decke auch nicht helfen. Die Decke, die könnten wir... Können wir die irgendwo aufbewahren, wo wir die später sehen? Hier haben wir ja noch keinen Trockner und sowas. Wisst ihr was? Ich wechsle jetzt einfach schon mal zu Laverne. Und Laverne hat hier noch nichts drin. Wir haben... Ah! Das hat sich automatisch im Inventar verändert. Können wir die anziehen? Mega cool. Damit sollten wir jetzt eigentlich überall lang gehen können. Hier hinten war ja nichts. Sehr, sehr gut. Oh. Was? Ist sie jetzt hier hinten? Nein. Wir brauchen für dich die Spielzeugmaus, oder? Moment, solange wir... Aber jetzt ist Hoagie nicht... Hoagie. Weißt du was? Geh mal bitte nach unten. Und zwar, du hast doch die Spielzeugmaus, ne? Ja, genau. Nein, du solltest nach unten gehen. Und geh nochmal ganz raus. Nee, wir fragen nochmal kurz Red, den Edison, der unten ist. Ne, wieso nenne ich ihn immer Red? Ist das Red? Das ist Red, sehr cool. Was brauchten wir nochmal von dir? Hey! Was gibt's diesmal? Was machst du da? Was brauchst du noch? Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Ich brauche immer noch Essig und Gold. Lass Essig. Es mich wissen, wenn du etwas findest. Genau, Essig war's. Na gut, das mit dem Essig weiß ich noch nicht. Also Arne hat ja schon den Tipp gegeben, dass das 200... Huch, das wollte ich gar nicht. Dass der 200 Jahre liegen muss. Das macht für mich auch Sinn. Beziehungsweise ich hatte ja selbst persönlich nur die Idee, ihn lange liegen zu lassen. Aber ich wusste nicht... Wie? Und ich weiß auch immer noch nicht, wie.
Dann gehen wir erstmal zum Klo und hauen dort die Maus rein, damit wir sie... Wo bist du? Da. Damit wir sie mit Laverne nehmen können. Und eventuell auf die Katze irgendwie anwenden, um die rauszuholen. Ich wüsste zwar nicht, wozu das sinnvoll ist. Ich denke, sie kratzt sich den Rücken am Zaun. Jetzt habe ich noch eine Idee. Wenn wir den Zaun unten rot anmalen, hat die dann schwarz-rot, also wisst ihr, einen Streifen? Ich probiere das nochmal, ob es Sinn hat, wenn wir die Maus mit der Katze verbinden. Lecker, klasse Ungeziefer. Sieht so aus, als würde sie sich lieber am Zaun kratzen, als mit diesem Nagetier zu spielen. Okay, dann würde ich das jetzt auch nochmal schnell ausprobieren. Und zwar zurück zu Hoagie. Hoagie, nimm mal deine Farbe und hau die rein. Laverne, nimm die Farbe. Und geh nochmal auf die Seite. Hier könnten wir den Zaun auch anwählen. Eventuell müssen wir den Zaun einfach nur rot streichen. Nicht die Katze, sondern... Ich kann da nicht näher ran. Dann den Zaun. Weiß gefällt mir besser. Nein, mach keinen Mist. Die Idee war gut. Weiß gefällt mir besser. Die kratzt sich ihren blöden Pelz am Zaun. Was habt ihr denn noch im Inventar, Jungs? Ein Dosenöffner. Sehe ich jetzt bei den ganzen Sachen, die er hat, nicht so viel Sinn dabei. Eventuell die Bürste? Oder die Gabel? Aber bevor ich jetzt hier Sachen durch die Zeit schicke, würde ich sagen, machen wir einfach mal so weiter. Eventuell komme ich später noch drauf, was ich tun muss. Können wir jetzt einfach hier reingehen? Sehr cool. Wir können jetzt auch in verschiedene Sachen. Wir können in den Zwinger. Können wir die Leute auch aus dem Zwinger, wenn wir hier reingehen, entlassen? Wie bist du so schnell hierher zurückgekommen? Zurück von wo? Schon gut. Hey, Süße. Was bringt so ein heißes Tentakelbabe wie dich an einen Ort wie diesen? Ew. Was hat sie außerdem gerade für eine komische Stimme gehabt? Die klang eher, als wäre die von Fred. Ich bin hier, um dich zu sehen. Erkennst du mich nicht? Ich suche nach einem Tier. Ich habe mich verlaufen. Ich bin hier, um dich zu sehen. Wirklich? Was machst du heute Abend? Wie wär's mit dem Tentakelclub? Oh, was sage ich da? Ich kann doch nicht den Müll rausbringen und ein klasse Babe wie dich alleine lassen. Erkennst du mich nicht? Nein, ich... Moment, bist du nicht die Bedienung aus dem Tentakelclub? Ich liebe diesen Club. Ich würde sofort dahin fahren, wenn ich Zeit hätte. Jetzt können wir auch mal zu dem Tentakeltyp gehen, der erst gesagt hat, dass wir unfassbar hässlich sind, und gucken, wie jetzt sein Urteil ist. Ich suche nach einem Tier. Tut mir leid, Süße, du bist am falschen Ort. Diese drei Menschen sind Problemfälle. Untrainierbar. Ungehorsam. Ziemlich daneben. Er ist nur neidisch, weil wir zwei Daumen haben. Irgendwann werdet ihr die Tentakel als eure Herren akzeptieren. Ha! Ihr Verlierer könnt ja nicht mal Dreirad fahren. Siehst du, warum sie niemand als Tiere haben will? Ich hab mich verlaufen. Tschüss. Hey, ich habe auch keine Lust, hier zu sein. Ich habe gedacht, wir können die irgendwie freilassen oder sowas. Können wir mit dem reden? Die will sofort rübergehen. Können wir einfach so lang, also können wir? Geh da weg, das ist mein Job. Okay, der macht nur die Tür auf. Ich habe gehofft, aber... Ach so, sie hat den Schalter noch gar nicht gedrückt. Den müssen wir irgendwie wegbekommen. Ich weiß nur noch nicht wie. Was war hier nochmal? Ach so, damit wir den Hamster und das ganze Gedöns, ich erinnere mich. Okay, okay. Jetzt würde ich gerne den Blauen hier nochmal anquatschen. Hallo. Hallo,
ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich! Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakelkamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Ich hab's gewusst, dass das kommt. Hi, my name is. Können wir? Nein, ich mag die alte Farbe. Okay, ich dachte, sie schreibt es mit dem Pinsel einfach drauf. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich irgendjemand von den Leuten dazukommen lassen. Eventuell muss ich auch erst jetzt dorthin gehen. Aber liebe Leute, ich würde sagen, das checken wir erstmal in der nächsten Episode aus. Wenn es wieder heißt, Let's Play Day of the Tentacle. Bis dann. Tschüss.